Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Market Talk. Das Thema heute: digitale Assets. Dazu mit mir im Studio Rafa Tachuri von Alima Capital. Wir nehmen zusammen Marc Steiner, einer der bekanntesten Bitcoin-Experten, in die Zange. Marc Steiner, vielen Dank fürs Kommen. Marc, es sind noch keine 10 Monate vergangen, seit auf fast jeder Webseite Werbung für Bitcoin und andere Kryptowährungen zu lesen waren. Sogar die Staatsmedien haben darüber berichtet, was immer ein Warnzeichen ist. Und seither hat der Bitcoin 70% verloren. Vergangene Woche habe ich sogar in der Forbes gelesen, dass mehr als die Hälfte aller Transaktionen beim Bitcoin Fake-Trades sind. Marc, direkte Frage, ist da ein Schwindel aufgeflogen? Nein, definitiv nicht. Es ist klar, es ist ein neuer Markt, ein junger Markt. Der ist noch volatil, das ist effektiv so. Aber vom Schwindel zu sprechen, würde ich vehement bestreiten. Jetzt rein das Thema, was du genannt hast, mit den Fake Trades, wenn man einfach mal analysiert, wie sie die Analysen gemacht haben. Das ist aus meiner Sicht ein bisschen haarsträubend. Ein kleines Beispiel. Da haben sie einfach gesagt, wenn eine Börse zum Beispiel in einer bestimmten Region zu Hause ist, dann ziehen wir einfach mal 25-30% ab. Also sie haben ein spezielles Framework genommen, um das zu beurteilen. Aber ich bin bei dir, der Hype war groß, das ist so. Finde ich auf der einen Seite aber auch okay. Hype bedeutet, man zieht Aufmerksamkeit in eine neue Branche, es kommt Kapital rein, neue Talente kommen, Startups entstehen. Auf der anderen Seite natürlich der Hype, der von den Medien aufgegriffen wird. Leider wird immer wieder die gleichen Mythen dann beschrieben, schon seit Jahren und so weiter von den Medien. Also hier fehlt es effektiv sehr, sehr stark noch an der ganzen Aufklärung, am Wissen und so weiter. Wir haben sicher in den letzten 18 Monaten eine beispiellose Spekulationsblase erlebt in digitalen Assets, aber natürlich auch in den traditionellen Finanzmärkten, getrieben durch eine beispiellose Kreditausweitung, Geldschöpfung der Notenbanken. Insofern ist das in der Finanzmarktgeschichte nicht beispiellos. Die Frage ist aber jetzt, wenn wir vorwärts schauen, wo pendelt sich der Bitcoin-Markt ein? Wie siehst du die Adoption in einem breiten Publikum und die Anwendungsmöglichkeiten? Ja, das ist ein guter Punkt. Ich sehe natürlich auch immer wieder, dass die Leute sehen, okay, wir haben ein Problem auf der Welt, eben Inflation steigt, Kredite und so weiter und so fort, was du genannt hast. Und die Leute kommen dann teilweise eben auf Bitcoin zu sprechen, weil sie sehen, okay, das ist ein Asset, das jetzt neu da ist, was die Welt sozusagen der Anlagemarkt auch noch nie gekannt hat. Etwas, was wirklich digital nachweisbar rar ist, also eine hohe Rarität hat. Und das zieht die Menschen natürlich auch an diesen Markt, weil sie sehen, sie haben hier eine Möglichkeit, ihr Geld über die lange Zeit zu sparen. Und wohin sich das Ganze weiterentwickelt, also der Markt muss man ganz klar unterscheiden zwischen Bitcoin und dem Rest. Also das ist meine persönliche Überzeugung. Und das wird sich jetzt zeigen, wie das Ganze weitergeht. Ich glaube schon, dass eben diese Ausweitung von den Krediten und so weiter sehr, sehr viele neue Leute auch in den Markt gezogen hat. Wie denkst du jetzt, geht es die nächsten 1-2 Jahre mit Bitcoin und Ethereum und all diesen Dingen weiter? Ja, momentan ist es eine extrem spannende Situation. Wir haben auf der einen Seite eben Ethereum, die zweitgrößte Kryptowährung, die durchläuft gerade ein technisches Update, was aus meiner Sicht in den nächsten Monaten zu extrem hohen Volatilitäten führen wird. Ich bin da sehr, sehr skeptisch, ob die das wirklich sauber auf den Boden bringen. Die Timeline generell sehe ich so, dass einer der nächsten großen Schritte sein wird, dass die Regulierung zunimmt. Also gerade auch in den USA sehen wir sehr, sehr starke Bestrebungen, das ganze Thema zur Regulierung, weil die großen Investoren an der Seitlinie stehen und halt auf ein ganz klares regulatorisches Umfeld warten. Oder? Das ist so die nächste, das ist der nächste große Schritt, was im ganzen Markt dann eigentlich in den nächsten Monaten und Jahren beschäftigen wird. Ja. Das Stichwort Regulierung ist sicher sehr, sehr zentral. Es wird sich zeigen letztlich, inwiefern Staaten akzeptieren werden, dass ihr Geldmonopol aufgeweicht wird durch Bitcoin. Ich bin nicht sicher, ob die Staaten das wirklich zulassen werden. Letztlich muss ich sagen, bin ich eigentlich ein Fan einer dezentralen, privaten, marktwirtschaftlichen Geldlösung. Aber wir werden sehen, inwiefern das wirklich zugelassen wird.
Auf der anderen Seite, im Markt selber, denke ich, das Beste wäre wirklich, wenn eine Bereinigung jetzt stattfinden wird, dass all diese, sage ich mal, eher zweifelhaften Charaktere aus dem Markt gedrängt werden und dann wirklich von einer gesunden Basis aus dieser Industrie weiterentwickelt werden kann. Ja, das sehen wir aktuell auch. Wirklich die Marktbereinigung, die findet statt, effektiv. Ob es jetzt ein wirkliches Geld wird für die einzelnen Staaten, ich bin deiner Meinung, ich bin auch ein Fan von einer freien Marktwirtschaft. Wenn eine Technologie ein Problem löst, sprich jetzt Bitcoin wirklich das bessere Geld sein wird in Zukunft, dann sollte sie sich auch durchsetzen können. Regulierung vor allem finde ich spannend in den USA, weil eben zum Beispiel unterschieden wird, wie werden Kryptowährungen eingestuft als Rohstoff zum Beispiel oder weiterhin zum Beispiel als Aktien. Hier wird eine sehr, sehr starke Debatte geführt und wird spannend zu sehen sein, wie sich das Ganze dann regulatorisch entwickelt. Wenn wir davon ausgehen, dass die Staaten nicht gern oder kampflos ihr Geldmonopol aus den Händen geben werden, in welche Richtung, denkst du denn, wird eine Regulierung zielen? Ja, es sind zwei Aspekte jetzt. Also der Geldaspekt, glaube ich auch, bin ich bei dir. Die Staaten wollen ihr Geldmonopol behalten. Es wird wahrscheinlich eine Parallelwährung geben. Wie die akzeptiert wird, werden wir sehen in den jeweiligen Ländern, oder? Bei der Regulierung, was ich vorher auch erwähnt habe, in den USA gehen sie in diese Richtung, dass sie sagen, wenn man jetzt in den USA Dienstleistungen rund um Kryptowährungen anbieten möchte als Firma, dann ist man ja reguliert, muss man reguliert sein. Und dann unterscheidet man auch, so in diese Richtung geht es, dass gewisse Kryptowährungen, zum Beispiel Bitcoin und Ether, werden, das ist mal Stand heute, was sie andenken, als Rohstoff reguliert. Und der Rest der Kryptowährungen, da gibt es ja mittlerweile über 20.000 verschiedene Kryptowährungen, die werden mehr als Aktien, als Wertschriften reguliert. Und das bedeutet natürlich ganz andere Voraussetzungen als Drittanbieter, wenn man die jeweilige Kryptowährung anbieten will, wie man sich schlussendlich regulieren lassen muss oder respektive wie man mit den Kunden dann schlussendlich umgehen muss. Oder? Und das bedeutet dann, dass vielleicht gewisse Kryptowährungen einfach nicht mehr angeboten werden, weil es halt einfach für die Anbieter dann schlussendlich zu aufwendig ist. Marc, ein sehr oft genanntes Argument für Bitcoin ist letztlich die Knappheit des Angebots. Die Anzahl der Bitcoins ist limitiert auf 21 Millionen Einheiten. Und der Wert von Bitcoin liegt letztlich im Netzwerk, in der Adaption der Nutzer. Wir haben aber ein Beispiel von MySpace gesehen, das ebenfalls sehr wertvoll war als Netzwerk, dann aber über Nacht mehr oder weniger abgelöst wurde durch Facebook, dass solche Netzwerke dann auch kollabieren können. Technisch ist es nicht unmöglich, eine neue Bitcoin-Alternative zu kreieren, ebenfalls limitiert in der Angebotshöhe. Und da gibt es plötzlich zwei Netzwerke. Wie schätzt du das Risiko ein, dass so etwas überhaupt passiert? Und wie gehst du damit um, dass letztlich diese Angebotsknappheit letztlich technisch gesehen nicht existiert? Wir haben ja schon x Versuche gesehen, ein besseres Bitcoin zu kreieren. Also da hat man Bitcoin genommen, die Codebasis hat etwas verbessert. Könnte man zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt nicht 21 Millionen haben, sondern 42 Millionen aus Grund XY, oder? Da hat man sich parallel zu Bitcoin aufgestellt. Also da gibt es Bitcoin Gold, Bitcoin Cash, Bitcoin SV, da gibt es x verschiedene solche Bitcoins. Und am Schluss ist es effektiv so, man nennt es den sogenannten Netzwerkeffekt, wo gehen die Leute hin, wo ist der größte Mehrwert für die Leute da, oder? Zum Beispiel auch wie mit WhatsApp oder Signal, da gibt es x verschiedene Messenger-Dienste und die Leute gehen dahin, wo der meiste Nutzen, Mehrwert vorhanden ist. Und wir haben jetzt in der Vergangenheit immer gesehen, dass all diese Kopien, technischer Ausdruck ist Fork vom richtigen Bitcoin, eigentlich null Mehrwert für die Leute dargestellt hat. Das hat man im Preis gesehen, dass diese Preise, der Wert schlussendlich auch, was die Leute diesem Netzwerk gegeben haben, drastisch gesunken ist und einfach in Nirvana sozusagen verschwunden sind. Das heißt, ein zweites Bitcoin zu kreieren mit der effektiven Dezentralität, mit diesen ganzen Entwicklern drumherum, dieses ganze Ökosystem nachzubauen, das ist extrem schwierig. Es ist nicht unmöglich, bin ich völlig bei dir. Aus meiner Sicht glaube ich nicht, dass jemand einfach hingehen kann und dieses ganze Ökosystem einfach so nachbauen kann. Auch die Dezentralität, das ist ja der Hauptpunkt bei Bitcoin, das ist so enorm schwierig. Ether als zweitgrößte Kryptowährung, von der Dezentralität her, schwierig.
sehr, sehr viel auf zentralen Servern, auch dieses ganze Netzwerk aufgebaut und so weiter. Und das ist so der springende Punkt. Kann man das wirklich, diese Eigenschaften von Bitcoin, wo es heute ist, kopieren? Theoretisch ja, aus meiner Sicht praktisch extrem schwierig. Dogecoin, Stablecoin, Solana, Ripple, alles Mögliche. Einige Dinge werden wahrscheinlich verschwinden, aber man muss ja auch sagen, das hat nicht alles denselben Anwendungszweck. Wie siehst du jetzt da, wie kann man da die Spreu vom Weizen trennen, wenn man jetzt wirklich einfach das auch zur Vermögenssicherung investieren möchte? Ich meine, was wir jetzt ja gesehen haben, während den letzten Monaten, jetzt 2022 auch, man kann sich denken, dass man irgendwo eine Villa in Südfrankreich hat oder eine Yacht und das irgendwie, das Vermögen dort sicher ist. Wir sehen, ist es nicht, weil auf einmal die Regeln geändert werden. Diesbezüglich wäre so ein digitales Asset schon interessant, aber wie unterscheiden sich die und was wird da wirklich nachhaltig funktionieren, deiner Meinung nach? Ja, wenn eine Technologie ein Problem löst, dann wird sie sich durchsetzen. Das ist immer so mein Standardsatz, den ich sage. Das ist so mein Ingenieursdenken, was ich da immer reinbringe. Und ich finde auch, dieser Markt, der muss hier spielen. Und wir sehen auch, dass ganz klar Bitcoin das Wertaufbewahrungsmittel ist. Also Langzeitspeicher wieder sparen zu können über mehrere Jahre hinweg. Du hast, glaube ich, so ein Wallet mitgebracht. Genau, man kann auf so einem kleinen Ding hier, man hört immer den USB-Stick, kann man umgerechnet in Fiat-Währung, also Schweizer Franken, Euro, Dollar, kann man Millionen, Milliarden darauf mitnehmen, eben Vermögenssicherung, eine Yacht mitzunehmen oder das Äquivalent in Gold wird dann relativ schwierig, oder? Und das sind halt solche Sachen, wo dann Leute auch interessant finden und sagen, zur Vermögenssicherung kann ich das einfach zweckmäßig speichern, auch viel, viel günstiger speichern, oder? Und das sind all diese Themen, warum die Leute sich auch interessieren für das Thema, genau. Aber jetzt, wenn ich den verliere, ja, was geschieht dann? Ja, ich hoffe, du hast dann vorgesorgt, richtig vorgesorgt. Dann kannst du sozusagen dein Backup wieder einspielen und du hast wieder vollen Zugriff drauf. Also um das vereinfacht zu sagen, die ganze Vererbungsthematik ist wichtig, weil wenn man die Zugriffe eben, solches Gerät verliert oder das Backup verliert, ja, dann hat man keinen Zugriff mehr drauf, aufs Vermögen. Und deshalb ist es extrem wichtig, sein Vermögen auch ja, fürs Vererben fit zu machen, sozusagen. Dazu hast du ja auch ein Buch geschrieben, wo man das alles detailliert nachlesen kann. Genau, habe ich ein Buch geschrieben, weil ich einfach sehe, dass das in der Szene extrem wichtig ist, dass sich viele Leute gar nicht mit dem Thema auseinandersetzen und dass das vielleicht zum Problem werden könnte. Deshalb besser vorher daran denken, als wenn es zu spät ist. Wir haben die User von InvestCH, unserer Webseite, vergangene Woche gebeten, die für Sie wichtigen Fragen zu stellen. Ich darf sagen, bei InvestCH haben wir versierte Investoren und die eine Frage, die gekommen ist, Ethereum soll in ein paar Tagen einen großen Merge machen und das soll die Kurse nach oben boosten. Was gibt es dazu zu sagen? Genau, der Merge ist sozusagen das Upgrade, eine alte Technologie auf neue Technologie, das ist also das Narrativ, das gespielt wird. Ich sage es meinen Kunden immer so, sie versuchen, währenddem sie mit 200 über die Autobahn rasen, die Räder zu wechseln, dass sie weiterfahren können. Das kann gut gehen oder sie können im Graben landen. Das ist so momentan die Situation, wie ich sie analysiere. Und wir haben einen großen sogenannten Pump im Preis gesehen in den letzten Wochen. Jetzt investieren finde ich sehr, sehr schwierig, weil es ist extrem schwierig zu beurteilen, ob das gut geht oder nicht. Ja, das finde ich auch immer interessant. Die Leute hören irgendwo, etwas soll geschehen und deshalb kaufe ich dann, weil es dann gut gehen soll. Das machen ja alle. Meistens zu spät. Ja, klar. Deshalb findet ja die Preisbewegung vorher statt. Das ist ja, sind ja die Käufe der Leute, die die Preise treiben und nicht die Sache selbst, sondern die Erwartungen. Eine andere Frage, da hat wahrscheinlich der Nachfragende schon etwas in die Zukunft gedacht. Was geschieht mit dem Zugriff auf die Coins bei einer Stromlücke? Da kann man sich vorstellen, wie beim Computer, wenn der Strom aus ist, ja, dann kann man vielleicht nicht E-Mails schreiben. Man könnte zwar einen Brief wieder schreiben, so oldschool-mäßig, oder? Und wenn der Strom wieder kommt, okay, hat man wieder Zugriff, kann man wieder
Das Netzwerk synchronisiert sich quasi wieder. So ein Bitcoin genau auch so. Das finde ich jetzt eine ganz interessante Sache, weil man hört ja immer, ich sage es Mann, dass es ein Netzwerk ist und das eigentlich davon lebt, dass da halt so und so viele Nodes da sind. Aber die sind ja dann nicht mehr erreichbar bei einer Stromlücke. Ja, das ist korrekt. Das ist korrekt, die sind nicht direkt, das Netzwerk arbeitet nicht. Die Transaktionen können nicht verarbeitet werden, das ist so. Aber ist der Strom wieder da, synchronisiert sich das Netzwerk wieder und es geht weiter. Es geht also nichts verloren? Nein, es geht nichts verloren. Ist das bei allen Coins so? Ja, grundsätzlich ist es bei allen so. Also wenn du ein Netzwerk hast, ja, dann arbeitet das Netzwerk halt nicht. Strom ist wieder da, synchronisiert sich alles, geht wieder weiter. Mhm. Ja, eine andere Frage. Wie ist die Adoption von den Kryptowährungen bei den institutionellen Investoren? Mhm. Mein persönlicher Kenntnisstand ist so, dass vereinzelt positioniert man sich. Die einen sind schon am Austesten, leicht im Investieren. Ich weiß nicht, vielleicht hast du noch mehrere Einblicke in dieses Thema. Ich weiß einfach, dass die Regulierung da wieder reinspielt oder dass sie sich wirklich darauf abstellen. Kapital steht an der Seitlinie und wartet auf die Regulierung. Aber vielleicht hast du da von deiner Seite noch mehr Einblicke. Also die Regulierung spielt sicher eine wichtige Rolle, gerade im Pensionskassenmarkt. Ich denke, die meisten Stiftungsräte werden sich nicht bewegen, bevor es nicht ein Platzit gibt, von der regulatorischen Seite her. Ansonsten denke ich, ist auch im institutionellen Markt ist die Nachfrage primär preisgetrieben. Das heißt, der Preis macht das Sentiment. Wenn der Preis steigt, sind alle bullisch und möchten das im Portfolio haben. Das ist momentan nicht der Fall. Entsprechend denke ich, wird auch da wird das noch eine Weile dauern letztlich. Aber ich denke, das ist auch nicht unbedingt negativ für den Markt selber, denn die institutionellen Investoren sind nicht immer auch die smartesten. Meine Damen und Herren, wir haben noch eine Service-Seite für den Market Talk für Sie bereitgestellt. Dort können Sie auch die aktuelle Marktbetrachtung von InvestCH nachlesen. Auch viele zusätzliche Informationen von Marc Steiner, die er zur Verfügung stellt. Schauen Sie doch dort am besten auch vorbei. Marc, während den letzten Jahren haben viele Banken jetzt begonnen, etwas spät, wie oft halt, ihr Personal dann auch zu schulen. Die gehen dann auf irgendwelche Kurse und so weiter. Was bringt das den Banken überhaupt? Also da sehe ich ja nicht, dass sich irgendwie wirklich etwas verändert hat. Schwieriges Thema. Also wenn man mit Angestellten aus den Banken, auch also Großbanken und so weiter spricht, dann hört man aus meiner Sicht so, mit denen ich spreche, immer dasselbe. Das sind alle am Investieren persönlich, man darf es halt einfach nicht sagen, oder viele sind am Investieren, man sind interessiert daran. Ich habe auch immer wieder Leute, die melden sich bei mir und sagen, hey, die Revolution, die hier kommt, ich möchte mich auch beruflich entwickeln in diese Richtung. Oder? Mhm. Und ich glaube schon, dass die unter dem Radar machen auch die Banken gewisse Sachen, aber offiziell ist es immer schwierig, weil sie, das ist so meine Erfahrung, halt aus Reputationssicht halt einfach ängstlich auch unterwegs sind. International sieht man natürlich schon, auch die Amerikaner sind wieder sehr, sehr führend, also so JP Morgan, die Großbanken und so, die gehen, die preschen richtig nach vorne, oder? Und hier ist dann die Frage, ja, möchte man an vorderster Front dabei sein oder kommt man wieder zu spät, oder? Das ist immer so ein bisschen die Frage. Und ja, die einen machen ein bisschen Kurse, die anderen machen ein bisschen das. Also schwieriges Thema, wie ich das sehe. Also jetzt mal im Dachraum mit dem Finanzinstitut. Im Vorgespräch hast du mir erzählt, dass das auch ein bisschen Marketing ist, weil jeder möchte neue Kunden haben, jüngere halt Kunden, die dann älter werden und lange bleiben. Und dass das vor allem für die Banken deshalb interessant ist, weil die jungen Leute sich ja nicht mehr so für Aktien interessieren, sondern halt jetzt ein neues Thema aufgreifen und dass es eigentlich eher so Marketing ist, wo man da dann irgendwo auch halt sich diesem Thema widmet. Ja, der Punkt ist halt, man sieht ja jetzt der Transfer, den wir jetzt sehen von den ganzen Vermögen zu der jüngeren Gesellschaft. Da gibt es diverse Umfragen, wo viele von denen gesagt haben, ja, wir sind interessiert an Kryptowährungen, wir haben teilweise auch schon investiert. Und jetzt muss man sich einfach mal fragen, möchte man diese Kunden haben, ja oder nein? Und die Nachfrage, das kannst du vielleicht nachher noch was dazu sagen, die ist da, die Leute sind interessiert. Und jetzt ist die Frage, bedient man diese Kunden oder bedient man sie nicht? Das ist also die große Frage, oder? Weil wenn man interessiert ist, die finden heutzutage diverse Angebote, wo sie als Kunden hingehen können, oder? Ja, was heißt jetzt bedienen? Also Transaktion abwickeln oder?
Nein, also die ganze Portfolioplanung, wenn man sagt, ich bin interessiert an diesem Thema, bitte berate mich in diesem Bereich, und dann sagt halt die Bank, nee, wollen wir nicht, dann gehen sie halt zum Dienstleister, der das macht, und im dümmsten Fall nehmen sie das ganze Vermögen mit und wechseln halt einfach den Also Handel. Ich muss sagen, ich sehe überall, dass man Transaktionen mittlerweile anbietet mit Bitcoin, aber Beratung, das ist wahrscheinlich weniger lukrativ. Ja, das ist eine gute Frage, ja. Ich weiß nicht, wie du das siehst bei den Kunden und so weiter. Nun gut, es gibt in der Schweiz durchaus einige Banken, die als Services anbieten, sei es Transaktionen, Storage etc. Ich möchte hier keinen Namen nennen, keine Schleichwerbung zu betreiben, aber wir arbeiten mit solchen Banken auch zusammen. Genau. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch andere Banken, die vielleicht etwas größer, etwas träger sind. Ich denke, dort sind einfach die Incentives ganz anders gesetzt, intern im Management. Ich denke, wer sich die Aktienkurse dieser Banken anschaut, kann erkennen, wo das Problem liegt. Ich denke, interessant für den Investor oder für den Kunden ist ja letztlich, dass wir die Alternative haben. Und gerade im Bereich Bitcoin brauchen wir nicht unglaublich viel Beratung, sondern letztlich die Entscheidung, möchte man das haben im Portfolio, ja oder nein, und wie viel Prozent. Auch dazu findet man relativ einfach doch recht vernünftige Vorschläge und kann sich dann das selber ins Portfolio legen über eine dieser Banken, die das anbieten in der Schweiz. Und wir haben das letztlich auch so gemacht, darf ich sagen. Wir haben das vor ein paar Jahren, haben wir mal eine tiefe einstellige Prozentzahl definiert. Wie gesagt, okay, wir investieren das in Bitcoin. Wir sehen das als Option an, auf eine mögliche Wertsteigung im Falle, dass sich der Bitcoin wirklich durchsetzt als Werterhaltungsmittel. Aber ist es nicht so auch das Problem, also das ist so meine Erfahrung, die ich gesammelt habe, dass dann die Leute teilweise auch kommen, heute mit Google, oder kann man alles recherchieren, man kann alles nachlesen, und dass sie dann in die Beratung kommen und sagen, ja, aber ich habe das gelesen, soll ich nicht eben das erwähnen, Dogecoin, Ethereum, Ripple, soll ich nicht auch das noch ins Portfolio reinnehmen, oder? Und ich glaube, da ist die Beratungsleistung effektiv gefragt, oder? Dass auch eine klare Meinung da ist seitens Finanzdienstleister. Das stimmt sicher. Ich denke letztlich, das wird jetzt vielleicht nicht allzu populär sein, diese Aussage, letztlich steht sich der Kunde selber im Weg. Denn die allermeisten Investoren oder Kunden sind ja auch da in erster Linie daran interessiert, sehr schnell reich zu werden, ohne dafür zu arbeiten. Ich glaube, das ist auch der Grund, wieso wir immer wieder diese Spekulationsblasen sehen. Am langfristigen, geplanten Vermögensaufbau sind die Leute selten interessiert. Es ist einfach auch zu langweilig, es geht zu lange. Und das, glaube ich, ist einfach ein Grundproblem. Und das geht aber noch ein bisschen tiefer, dass wir zum Beispiel im Bereich Finanzanlagen oder Finanzausbildung sind eigentlich die allermeisten Leute sind im Prinzip Analphabeten. Das wird auch gar nicht gefördert an den Schulen. Und ich denke, das ist einfach ein grundlegendes Problem. Marc, du hast mir gesagt, dass deine zwei Kinder, ich glaube, sie sind 3 und 6, dass die beide zur Geburt ein Krypto-Wallet geschenkt bekommen haben. Also du glaubst an den langfristigen Erfolg? Ja, definitiv. Bitcoin ist entstanden, bevor unsere Kinder auf die Welt gekommen sind. Das heißt, sie wachsen in diesem Umfeld auf. Also sind Bitcoins drauf? Ja, effektiv. Ja. Langzeitspeicher ist für mich ganz klar Bitcoin. Korrekt. Und schlussendlich ist eine Chance ein Risiko, das man abwägen muss. Es ist auch ein Risiko, nicht zu investieren, eine bewusste Entscheidung zu treffen. Deshalb haben wir gesagt, sie wachsen damit auf, wir sehen das Potenzial und sparen deshalb automatisiert in Bitcoin. Denkst du, dass Bitcoin, die Geschichte von Bitcoin, also die erinnert mich jetzt schon ans Internet. Also das Internet gab es auch schon lange. Irgendwie so 1992, 93 wurde es langsam präsenter. In den Banken hat man noch kurz bis vor der Jahrtausendwende nicht mal Netzwerkverbindungen gehabt zwischen den Personal Computern. Und dann ging alles plötzlich sehr schnell. Und weil es sehr schnell ging, wurde auch alles wieder gehypt. Und dann kam ja die Dotcom-Blase. Erinnert mich schon ein wenig an die Geschichte jetzt da mit Krypto. Und nach dieser Blase ging es ja dann wirklich nach oben. Ja, es gibt ja diese, das ist eigentlich ein sehr guter Vergleich, meiner Meinung nach. Also das ist eigentlich etwas, was wir auch so ansehen. Letztlich haben wir diesen Nasdaq-Bubble, die habe ich damals selber noch erlebt.
Und wirklich spannend, wie du gesagt hast, die breite Adoption kam erst danach und letztlich aber auch dann wirklich die Wertsteigerung. Ein sehr gutes Beispiel dafür ist die Aktie von Amazon. Wenn man sich diese mal anschaut, dann sieht man diesen Hype, wenn man dann sich einen 20- oder 25-Jahres-Chart ansieht, dann sieht man diesen Hype in den Jahren 98 bis 2000, sieht man praktisch gar nicht mehr, weil das meiste der Wertschöpfung erst danach stattfand. Mhm. Und ich denke, wir gehen an die Sache so ran, dass wir denken, wir sind in einer Bereinigung jetzt drin. Die Krise ist noch nicht abgeschlossen. Persönlich glaube ich, es gibt noch einige dieser sehr unappetitlichen Exponenten, die vorher noch Konkurs gehen müssen. Und vermutlich dann, wenn dann alle auf Twitter ihre Laseraugen abgeschaltet haben, da ist dann vielleicht der Zeitpunkt da, dass die Bereinigung wirklich durch ist. Und dann kann man das Ganze wieder neu beurteilen. Und ich denke, dass von daher sind natürlich klar, die Möglichkeiten bestehen natürlich. Meine Damen und Herren, Sie haben es gesehen und gehört. Es wird sich während der nächsten ein, zwei Jahre noch sehr viel tun am Markt für digitale Assets. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, lassen Sie bitte einen Daumen hoch da, abonnieren Sie den Kanal und schreiben Sie uns in die Kommentarspalte rein, wie Sie zu diesen digitalen Assets, zu Bitcoin stehen. Vielleicht haben Sie auch eine Frage für Mark Steiner. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wir sind in 2-3 Wochen wieder für Sie da. Bis dann, eine gute Zeit und viel Erfolg an den Märkten.